Meine Kinder, wir machen heute einen Ausflug. Hoffentlich gibt's da was zu futtern! Und was zum Toben! Ja, Toben! Oh, wie schön, alle fünf auf einen Familienausflug. Was ist das, Mama? Sind das Quallen? Nein, das sind Plastiktüten. Die Menschen schmeißen sie ins Meer. Vorsicht, die sind gefährlich. Von denen soll ich Angst haben? Du hast voll Angst, du bist voll der Sicherfisch. Bleib weg von den Tüten. Die mach ich alle. Gib das. Armer Manfred. Bruder muss los. Jetzt sind wir nur noch zu viert. Boah, lecker, riecht dir das? Ja, irgendwas riecht hier lecker. Das rieche ich doch sofort! Ist das nicht? Das ist Mikroplastik. Die Menschen haben es in ihren Shampoos, Lippenstift, Peelings und. Oh, Mutter, du nervst! Oh, lecker, yum, 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 yum. Oh, nein, Junge, nicht! Oh, Mutter, du hattest recht! Oh. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Ein Abenteuerspieler, Style, eigentlich Action. Nein, Junge, das ist Plastik. Es ist gefährlich. Man kann sich darin verfangen. Boah, Mama, nerv nicht. Bei dir ist alles aus Plastik. Boah, Alter, zieh durch. Boah, Alter. Auf Seite. Oh, ich stecke fest. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Mama, ich mag keinen Familienausflug mehr machen. Ist gut, Kind. Ich wünschte, ich könnte mit den Menschen reden, ihnen sagen, dass sie aufhören müssen, Plastik in unser Meer zu schmeißen. Moin, Leute! Man könnte zum Beispiel Macaroni oder Papierstrohhalme, wie ihr hier seht, benutzen statt Plastikstrohhalme. Ich kann Stofftüten statt Plastiktüten kaufen. Wir können statt Plastikflaschen Glasflaschen kaufen. Pflanzencremes statt Make-up mit Mikroplastik. Man könnte ein Kasten Bier nehmen, anstatt zum Beispiel 6er-Flaschen mit diesen Plastikträger. Weniger Plastik ist besser fürs Meer.